gegen Windkräfte und gegen Feuerkräfte haben wir nämlich hier noch. Machen wir Sturmkräfte bei Noah. Und gegen Feuerkräfte bei ihm. Und dann würde ich sagen, laufen wir doch mal weiter zusammen. Und kämpfen erstmal noch. Jawohl. Ich habe jetzt die letzten Kämpfe so gehalten, die ich noch machen musste auf dem Weg, dass ich einfach nur so jetzt einfach drauf hau, um halt, falls ein Bosskampf oder so zu kommen oder so kommen sollte, dass mir dann auch genügend KP haben, weil lang dürfte es eigentlich nicht mehr dauern, bis dass wir dem nächsten Boss begegnen. Ja, halt gut, ich wieder hoch, meinetwegen. Und er hat es abgeblockt. Wie gesagt, das ist die beste Möglichkeit, halt KP zu sparen, einfach halt keine Techniken verwenden, um so dann möglichst effizient beim nächsten Mal die dann. Oh, eine Phoenix haben die gedroppt. Sehr schön. Sollte es auf einen Bosskampf zulaufen, was eigentlich halt, wie gesagt, jetzt bald der Fall sein müsste. Aha, da ist Sonji. Hahaha. Da rückt die Armee von Dummköpfen an und will die Welt retten. Mutig, mutig. Vielleicht haben Dumme weniger Todesangst. Oh, wie komisch. Wann? Nur, geht zur Seite. Sonji übernehme ich. Gala, hast du es schon vergessen? Ich war es, der dich damals besiegt hat. Weißt du nicht mehr, wie viel stärker ich bin als du? Ihr müsst lebensmüde sein, dass ihr gegen jemanden mit so guten Kampfkünsten kämpfen wollt. Oh, wie rührend. Eure große Dummheit bringt mich fast zum Weinen. Nun dann, kommt mal her. Ich erledige euch schnell. Es wird euch gar nicht wehtun. So, und da ist Sonji gegen Gala. Alles klar. Ich würde sagen, einfach nur, weil wir es können, hauen wir mal einfach hier mit einem drüber. Weil beim letzten Mal hat es ja ganz guten Schaden gemacht. Ja, 340 Schaden ist natürlich auch nicht zu verachten. Boah, 109 auch nicht. Dafür, dass er einfach nur ohne irgendwelche Kombos angegriffen hat. Los geht's, Gala. Ha. Aua. Ja, machen wir mal Zauberkraft, um eine längere Leiste zu haben. Ja gut, da können wir noch mit umgehen. Das heißt, diese Runde greifen wir an. Kriegen wir irgendwie den Donnerhaken mit vereint mit anderen Attacken? Er sieht schlecht aus, oder? Obwohl, nö, eigentlich nicht. Zack, zack, zack. Machen wir das einfach so. Donnerhaken als erstes und dann noch hinterher normalen Skill. Zack, boom. Jawohl. So, diese Runde heilen wir uns dann mal vor. Okay, wir heilen uns definitiv. Und zwar mit einem Objekt.
Ich würde, haben wir keine, nicht normalerweise da Heilblume. Einfach nur, um wieder full life zu sein. Weil nochmal so ein Schlachtkrieg halt man nicht aus. Selbst der hätte uns jetzt fast umgebracht, bei dem bisschen HP, die wir noch hatten. Quatsch, nicht Auto. Wir bleiben bei unserem Raseru-Angriff. Und damit ist der Kampf gewonnen. Und Gala erhält ein Level Up, 2000 Erfahrung und 1500 Gil und den Mutring. Ich kann's nicht glauben. Durch diesen Seru bist du viel stärker als vorher. Freut mich. Schwache Gegner sind nämlich langweilig. Wir benutzen beide Seru. Wir sind Kameraden. Lass uns also mit einem Unentschieden aufhören. Als jemand, der auch einen Seru verwendet, sage ich dir etwas, was du wissen solltest. Zeto, der Herr dieses Schlosses, erwartet euch alle beim Nebelgenerator. Gala, sei sehr, sehr vorsichtig, wenn dir dein Leben lieb ist. Verliere nicht gegen jemanden wie Zeto. Leb wohl. Was führt der Kerl bloß im Schilde? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich mag diesen Sondi nicht. Ich hasse ihn. Beim nächsten Mal kämpfe ich auch gegen ihn. Ja, ich fürchte, der Tag ist nicht weit, an dem wir alle gegen ihn kämpfen müssen. Beeilen wir uns. Auf zum Nebelgenerator. So, das heißt, Gala ist jetzt Stufe 11, Level 12, Level 12. Ja, langsam dürften jetzt aber durch diesen Bosskampf dürft Gala ein bisschen aufgeholt haben, weil die anderen beiden haben ja gar nichts davon gehabt. Und jetzt will ich aber noch gucken, was der Mutring dann macht. Erhöhte KP-Sammlung um 10%. Ja, da würde ich sagen, den geben wir Gala, da der ja sowieso am wenigsten hat. Annulliert alle Fluchangriffe. Ach, mach mal so. Sehr schön. Und weiter geht's. Jetzt Richtung Zeto. Wie schon angekündigt wurde von Sonji, ist unser nächster Gegner Zeto dann später. Und hier haben wir dann auch wieder einen Speicherpunkt. Den nehmen wir natürlich auch herzensgern. Ja, Gala heilen wir dann nochmal mit eben Fix. Machen wir mit Magie. Wäre es immer noch Stufe 4. Schade. Kein Level Up mehr bislang gekommen, bekommen, obwohl wir ja schon einige Male noch geheilt haben. Jawohl, Daten überschreiben. Speichern abgeschlossen. Und weiter geht's. Und auch hier wieder ein endloser Korridor. Oh, und hier haben wir einen Gisam. So, das heißt, du hast Gisam, ne? Jawohl. So, jetzt machen wir aber im Endeffekt die gleiche Taktik wie vorher. Mag zwar weniger spannend sein, du hast auch Gisam, okay. Und vielleicht auch ein bisschen länger dauern, aber es hat halt den Vorteil, dass wir KP sparen, wenn wir dann wirklich nachher auf Zeto treffen.
Oh, 305 Schaden ist schon einiges. Ach jo, bin ich verwirrt. Stimmt ja. Der hat ja immer, hat ja von gerade dem Kampf noch die Skills drin. So. Und ab durch die nächste Tür. Oh mein. Jawohl, und da ist er, der Nebelgenerator. Der Nebelgenerator stellt den Nebel her und ist ein Produkt menschlicher Bösartigkeit. Können wir so etwas Riesiges wirklich zerstören? Mit ihrem Glauben können Raseru und Menschen diese Maschine gemeinsam zerstören. Für diese Maschine ist kein Platz auf der Erde. Auf geht's. Der Nebel ist die Erlösung. Der Nebel ist ewig. Der Nebel ist perfekte Harmonie. Ihr hättet dem Nebel folgsam hinnehmen sollen. Stattdessen widersetzt ihr euch so dumm. Ich, Zeto, mache eurem unnützen Widerstand ein Ende. Ich kenne dich. Mit dir habe ich mich schon auf dem Berg Rikuora herumgeschlagen. Du hast der Wölfin Terra so sehr zugesetzt. Das zahle ich dir heim. Und der nächste Bosskampf. Zeto sieht aus wie eine Riesenkrabbe. Macht einen Heiden-Damage. So. Ich würde sagen... Vergiften wir. Versuchen wir mal zu vergiften. Du machst mal ein bisschen Schaden mit Magie. Und du machst jetzt erstmal Zauberkraft diese Runde. Oha. Ziemlich hohe Verteidigung. So, hoffentlich lässt er sich vergiften. Blasensquetscher. Ich kann jetzt gerade gar nicht beurteilen, ob er vergiftet ist. In der nächsten Runde erwartet dich ein massiver Angriff. Ja, genug HP haben wir ja, dadurch, dass wir bisher noch gar keinen Schaden gekriegt haben. Das heißt, in der nächsten... Ja, er ist vergiftet, sehr schön. Macht ihr zwei auch mal Zauberschaden, Zauberkraft und du auch nochmal. Vielleicht mindert das ja den Angriff ein bisschen ab. Und wir können nächste Runde dann richtig zuhauen. Ja gut, das geht ja noch. So, angreifen, Befehl. 2, 4, 6 haben wir. Was hat man eben gesagt? Zack, zack, zack. Und noch